Müssen wir hier rüber? Ich glaube, wir müssen hier rüber. Wir müssen hier kurz über die Autobahn. Ha? Jetzt rüber? Geh mal geradeaus. Ich begrüße euch vom ganzen Herzen und bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um uns zu begleiten auf unserer letzten Reise hier, in unserer letzten Folge durch die USA an der Pazifikküste entlang, an dem wunderschönen Pacific Highway, der im Moment vierspurig sogar ist. Ja, wir nehmen euch wieder mit in der letzten Folge. Wir fahren jetzt einfach mal los. So, wir sind jetzt hier an einem Campground angekommen. Das ist der State Beach, ne? Ja, das ist ein schöner Campground. Der verbindet gleich mit dem Trail einen anderen Campground. Wir fahren auf einen anderen, obwohl der hier ist ja ziemlich schön, aber wir haben eher 17 Kilometer. Da fahren wir jetzt noch 10 Kilometer mehr und dann gehen wir auf den nächsten Campground. Boah, ist das schön. Das ist aber echt schön hier. Guck dir mal diese langen Palmen an. Die passen gar nicht aufs Bild. Guck dir das mal an. Der Wagen vom Platzwart. Cool, oder? Mit Blaulicht. Wenn bei uns in Deutschland so ein Campingplatz, der Platzwart da ankommt, was so aussieht wie ein Polizeiauto, da ist es auf jeden Fall dann um 22 Uhr Platz Ruhe. Mann, das ist aber knapp hier, ne? Das muss ja nicht sein. Das geht hier direkt runter. Eieiei. Da sitzen Nackte. Das ist ein schöner Trail. Hä? Ja, guten Morgen hier vom Campingplatz. Der Campingplatz, wo wir gestern waren, ihr habt das gesehen mit den ganz schönen Palmen. Der hier hat keine Palmen. Aber ist trotzdem schön. Wir hätten da bleiben sollen, wo wir gestern waren. Ihr habt das gesehen, da war richtig schön. Hier gibt es leider nur so eine felsige Küste. Ist zwar gut zum Vögel gucken, aber man kann da so schlecht laufen. Wir sind jetzt in Santa Barbara angekommen. Santa Barbara sind wir angekommen. Und in Santa Barbara schreibt man Radweg groß. Guckt euch das mal an, das ist doch schön, oder? Und da sind auch schon Fußgänger. Wunderbar.
So, wir sind jetzt hier in so einem Universitätsviertel in Santa Barbara. Und da vorne, seht ihr das da glänzen an dem Haus? Das sind alles Fahrräder. Ich habe noch nie in Amerika so viele Fahrräder gesehen. Guckt euch das an. Das sieht ja schon fast aus wie in Holland. Das ist voll friedlich hier auf dem Radweg. So viele Fahrräder. Und so ruhig. Ist das nicht schön hier? Hier wäre ich auch gern zur Uni gegangen. Ich war nie auf der Uni. Aber hier wäre ich hingegangen. Hier ist schön. So, ich habe meinen Sonnenhut rausgeholt. Es wird warm. Ich habe gestern schon ein bisschen rote Haut bekommen im Gesicht. Und wir fahren die ganze Zeit hier auf so einem wunderschönen Radweg lang. Santa Barbara ist echt cool zum Fahrradfahren. Also hier an der Küste. Es sieht so ein bisschen aus, als würde man gerade auf die Alpen zu fahren, oder? Ich meine schon. Tut sich nicht viel. Hinten sind die Berge. Hinter den Bergen kommen die 2000er. So, wir sind ja hier in Santa Barbara am Strand und die Leute haben halt immer weniger an und auch in den Toiletten merkt man das. Da fehlen schon die Türen. Also hier kann man wirklich nicht mehr in Ruhe kacken gehen. Warum man das macht? Naja. Was ist die Romy? 20 Kilometer noch. Bis wohin? Ups, Entschuldigung, ich habe gerade ein Bier getrunken am Strand. Oh, da kommen sie. Da stehen sie. Ich halte voll drauf. Hey! Yeah. Guckt euch das an. Ist das nicht schön? Guckt euch diese Palmenpromenade an. Wie nennt man das? Guckt euch das an. Die geht bis zum Horizont. Boah! So, wir sind wieder am Campingplatz angekommen. Auch direkt am Meer. Wunderschön. Hier müssen wir jetzt bezahlen. Dann bleiben wir wahrscheinlich 2 Tage hier. Hey. Ja.
Es ist laut, kann man nichts dagegen machen. Rechts das Meer, links die Autos. Aber der Radweg scheint komplett die Küste entlang zu gehen jetzt. Es ist natürlich, wenn man hier an der Küste fährt, also wir schlafen ja nachts wieder total schlecht. Kennt ihr das, wenn man an einem Fluss übernachten will? Oh, voll schön, super cool. Und dann die ganze Nacht rauscht das einfach nur so. Und hier an dem Pacific Highway, der rauscht halt von beiden Seiten. Das Meer und die Autos. Jetzt sind wir schon wieder hier 14 Tage an der Küste unterwegs. Und das ist schon echt laut. Auch wenn es noch so schön ist hier, das Meer. Ein bisschen nervt es dann. Whatever is comfortable for you. I usually grab the seat then, or yeah, there you go. Lean back. Yeah. Put your hand, knees steer. You go this way and that way. Okay. And away you go. I'm pretty tall, yeah. Okay, you have the clip, that's weird. Yeah, you gotta have clips. I got the... What gear is it? I'm kind of in a high gear because I'm going the easy way. Can you push? So, wir fahren jetzt in die Santa Monica Mountains. Er ist heute Abend im Campground. Und dann geht es morgen über Malibu Beach nach L.A. rein. Da haben wir dann 4 Tage Regen vor uns. Und da werden wir uns, wahrscheinlich für 4 Tage werden wir uns ein Hotel nehmen. Weil wir wollen nochmal Ruhe haben. Und wir haben uns überlegt, gehen wir nach Rome Showers. Aber das ist, wir wollen die letzten Tage auch noch mal unter uns sein. Das ist zwar immer super cool, auch die Leute sind super cool. Aber wenn man das halt ständig macht, dann ist das schon ein bisschen, ja, anstrengend. Sehr, sehr anstrengend. Anstrengender wie das Fahrradfahren. Naja. Jetzt geht es erstmal auf den Campingplatz und morgen kommt dann der Regen. Wir sind hier auf dem Campingplatz gestern angekommen. Da steht das Zelt, das haben wir jetzt schon darüber getragen. Es kommt mit deiner Sonne. Die Rummi knistert hier mit der Plane, ja, die wir jetzt wegschmeißen. Das war unsere letzte Nacht im Zelt in den USA. Ja, wir sind echt traurig. Nein, wir freuen uns, aber wir sind auch ein bisschen traurig. Ja, wir gehen jetzt, für 5 Tage haben wir jetzt ein Hotel genommen. Und dann gehen wir noch 2 Tage nach Rome Showers. Kurz vor der Abfahrt, aber die letzte Nacht im Zelt. Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall traurig. Ich auch. Aber ich freue mich. Wollte noch mal Fahrrad fahren. Oh ja, ja, Fahrrad fahren. Das hebt die Stimmung wieder. Aber trotzdem vermisse ich das im Zelt schlafen. Wir haben
hier überhaupt nicht irgendwie jetzt so ein Kribbeln oder so. Überhaupt nicht. Wie in San Francisco. Es ist eher eine Qual, jetzt hier reinzufahren, aber es geht nicht anders. Wir freuen uns zwar auf das Hollywood-Zeichen, das ist doch das Einzige, mit dem Fahrrad durch Bel Air zu fahren, aber das war's auch schon. Da ist überhaupt keine Emotion oder so bei uns, dass wir uns irgendwie freuen, nach L.A. zu kommen. Da gibt es ja diesen schönen Venice Beach. Das wird vielleicht noch interessant, aber alles andere. Es ist nicht schön. Also ihr verpasst absolut nichts. Nichts verpasst ihr. Wir machen das durch für euch. Ihr verpasst nichts. Da macht euch überhaupt keine Gedanken, dass ihr nicht hier lang fahrt. Also L.A. ist so wie Düsseldorf, nur mit Palmen, würde ich jetzt mal sagen. Einfach viel zu voll. Wir müssen noch 15 Kilometer geradeaus auf dieser Straße bis zu unserer Unterkunft. Und ja, es zieht schon zu, gleich gibt es einen Regen. 2 Stündchen haben wir noch für die paar Kilometer. Müssen wir nicht hier rüber? Okay, wir haben es geschafft. Da oben steht's, Hollywood. Guck mal da! Romy! Romy, die habe ich schon mal in Estland gesehen. Da ist Post drinne. Hast du die Augen von dem gesehen? So, jetzt sind wir gleich in Hollywood angekommen. Da sind wir übrigens morgen. Wen es interessiert, die Grammys. So, wir sind da. Da oben, da steht's, Hollywood. Zoom mal ran. So, ziemlich klein. Das sieht eigentlich immer, was man so kennt, ist das viel größer. Aber das ist genauso klein, das Zeichen ist genauso klein wie die Freiheitsstatue. So, wir laufen jetzt seit einer Stunde ungefähr und wir haben noch ein Stückchen bis zum Hollywood-Zeichen. Geht ganz schön bergauf und da hinten ist noch blauer Himmel, aber hinter uns zieht sich das schon zu, denn die haben eine Flutwarnung für das Gebiet ausgesprochen. 100 bis 200 Liter pro Quadratmeter sollen da rumkommen. Also auf dem Rückweg werden wir bestimmt nass. Do you?
Ich fahre einmal über den Hollywood Boulevard hier, über die Sterne. Den vierten Tag in Folge regnet es. Wir fahren jetzt weiter zum nächsten Hotel. Er ist am Strand, also 30 Kilometer müssen wir jetzt erstmal durch die Stadt. Und ja, man, dieser Regen hier, der kommt ja eigentlich jedes Jahr, da ist nichts Neues. Und das nennt man auf Deutsch einen atmosphärischen Fluss. Da kommt so viel Wasser runter, dass alles überschwemmt. Aber es ist halt so wild, wir waren jetzt die ganze Zeit waren wir im Hotelzimmer und haben rund um die Uhr Baywatch geguckt. Super geil. Wenn man mal ein bisschen auch hier in die LA-Stimmung reinkommt, weil bei den Regen, da läuft halt keiner am Strand rum. Warum ist man sonst auch in LA, ne? Mami, wohin fahren wir denn jetzt? Wir müssen geradeaus. Da über die Wiese müssen wir. So, ich stecke euch jetzt wieder in die Tasche. Dann hole ich euch erstmal da raus, wenn der Regen weg ist. So, der Schnee ist weg. Ach, was sag ich da? Der Regen ist weg, der Schnee ist da. Das seht ihr nicht. Aber ganz hinten am Horizont die Bergkette. Da ist Schnee oben drauf. Und jetzt gucken wir mal nach unten. Ich fahre in Barlatschen. Da kann man da oben kann man Ski fahren. Und hier unten kann man im Badelatsch rumlaufen. Das ist schon was Schönes. Es fängt schon wieder an zu regnen. Other airports have restrictions. So they don't have the problem that we have. Our airport doesn't have restrictions, so these people go around and around. Romy, was machst du denn da? Wir haben den letzten Tag in den USA und wir fahren heute Kajak. So, wir sind jetzt hier im Kanufahren heute, am letzten Tag in den USA. Ah, ne, eigentlich ist morgen der letzte Tag. Aber morgen machen wir unsere Fahrräder sauber. Weil die müssen sauber sein für Australien und auch fürs Schiff. Da ist noch ein bisschen Dreck dran. So ein paar Vorbereitungen treffen. Und dann geht es dann übermorgen aufs Schiff. Ja, und heute paddeln wir halt hier nochmal durch den Hafen. Die beiden da hinten, das sind unsere Warm Shower House. Ha? Oh ja. Ja, und jetzt genießen wir heute hier nochmal den Tag. Es ist schon bewölkt, aber schön warm. Ja, und natürlich, Sicherheit geht vor, Schwimmweste tragen. Ja, heute ist es soweit. Heute ist der letzte Tag in den USA. Und wir sind auf dem Weg zum Hafen. Noch ein paar Kilometer. Und dann sehen wir das Schiff. Wir sind aufgeregt. Sehr, ein bisschen aufgeregt. Nicht sehr aufgeregt. Stefan sagt, er ist gar nicht aufgeregt, aber ich glaube schon. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich bin mehr traurig, weil wir jetzt hier weg müssen. Ja. Da ist er, der Hafen. Es ist nicht mehr weit. Gleich sind wir da. Romy, da sind die Schiffe. Die Boote. Guck dir an. Ganz wichtig ist,
Die Leute vor Ort, die haben keine Ahnung. Man ist also der Dirigent. Man muss den Leuten da sagen, was zu tun ist. Das ist ganz wichtig. Naja, wie es am einfachsten geht. Ja, genau. So, jetzt bin ich aufgeregt. Jetzt sind wir im Hafen drinne. Tommy, freust du dich? Ja. Da ist das Schiff. Bisschen klein, aber fahren. Okay, wir stehen jetzt hier, wir wollen die Fahrräder abgeben. Also wir wollen sie nicht abgeben. Es hat ja keine Ahnung, ist hier vor Ort. Die leiten uns jetzt irgendwie weiter zu jemandem, der das entscheiden kann. Ja, aber dann machen wir uns gar keine Gedanken, wir kriegen das schon irgendwie drauf geschoben. Wir warten jetzt hier, da kommt jemand mit dem Hund. Wir müssen unsere Taschen durchschnüffeln und dann versuchen wir das Fahrrad über den normalen Weg reinzuschieben. Und die nette Frau da vorne, die organisiert das jetzt alles. Die ist auch total begeistert. Die hat gerade gesagt, die guckt immer YouTube-Videos von Leuten, die Fahrrad fahren. Und ja, die folgt uns jetzt auch. So, es ist leider nicht möglich, sie da reinzuschieben. Ja, weg sind sie. So, wir sind jetzt hier im Schiff. Hier geht es halt zu unserer Kabine rein. Hier ist die Kabine. Ist groß genug, reicht alles. Wunderbar, hier sind riesige Schränke drin und riesiges Badezimmer. So. Aber hier ist man ja sowieso nicht in diesem Raum drin, ne? Passt alles. Diesmal haben wir keine Außenkabine, wir hatten ja letztes Mal eine Außenkabine. Aber wer mal hier nur drin schläft, das ist egal. Ja. So, also die ganzen Taschen kommen jetzt im Zimmer. Und hier stehen die Fahrräder jetzt einfach noch auf dem Gang. Da kam aber gleich der Crewmember hier an. Ich weiß nicht, wie heißen die überhaupt, Romy? Room Service. Room Service. Hey. Hi. Looks like a workout. Ja. Ja. Die Fahrräder, die bringen die jetzt gleich in einen extra Raum. Da sind noch so ein paar Sachen drin, die müssen wir rausholen. Zahnbürste. So, wir gehen jetzt nach oben. Schiff hat gehupt. Und auf unserer Internetseite gibt es übrigens einen neuen Artikel, wie man mit dem Fahrrad aufs Schiff kommt. Wenn das interessiert, kann sich das mal durchlesen. Weil es auf jeden Fall viel angenehmer ist als im Flugzeug.